Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und Horido Martin, du hast mich nominiert für den Liebster Award. Vielen Dank erstmal dafür. Ich soll dir 11 Fragen beantworten und das mache ich natürlich gerne. Ja, kommen wir gleich zur ersten. Was ich beruflich mache? Tja, Martin, ähnlich wie du bin ich ein Bürohengst. Ich habe vor 14 Jahren habe ich in ein Handelsunternehmen angefangen zu lernen. Da habe ich eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht. Und danach bin ich übernommen worden. Ja, mittlerweile bin ich 14 Jahre in dem Unternehmen tätig. Und ja, im Zuge der Zeit hat sich das Unternehmen dann vom Handel eher zum Dienstleister für die Industrie entwickelt. Und im Genauen bin ich dort Teamleiter für Administration von Warenausgabesystemen. Tja. Aber wie du auch, ich bin ca. 80% meiner Arbeitszeit im Büro und die anderen 20%, würde ich mal so schätzen, verbringe ich bei Kunden bzw. auf der Fahrt dahin. Ja, zweite Frage. Was war der schönste Moment als Kind, an den du dich erinnern kannst? Tja, Martin, da gibt es viele Erlebnisse als Kind, an die ich mich erinnern kann, die einfach nur herrlich waren. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, muss ich sagen. Gibt es viele schöne Erinnerungen, aber den schönsten Moment gibt es eigentlich nicht. Unvergesslich wird zum Beispiel sein, direkt nach der Wende, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, direkt nach der Wende war ich mit meinen Großeltern in Berlin, in West-Berlin, bei Verwandten und da war Weihnachtsmarkt. Und die Eindrücke, die ich dort aufgesogen habe, die werden mir, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben. Man kannte das ja nicht so als Ostkind, ne? So viele Buden, so viele Lichter, das war alles irgendwie anders, als man es so aus der DDR gewohnt war. Ja, und das wahrscheinlich, warum es mir dann auch noch so in Erinnerung blieb, zur damaligen Zeit, da gab es eine Fernsehserie, die hieß Alf. Der eine oder andere von euch wird es vielleicht kennen. Und die Verwandtschaft dort, der Mann, der hat mir an so einem Stand ein Plüschalf geschenkt. Den habe ich heute noch. Den hätte ich ja eigentlich mal mitnehmen können. Aber mal gucken, vielleicht schicke ich dir mal noch ein Bild oder blende hier ein. Ja, und das war für mich so, ich kannte Alf nur aus dem Fernsehen. Zu DDR-Zeiten gab es auch kein Plüschtier von Alf. Aber dann einen echten eigenen Alf in der Hand zu haben, das war schon ein schönes Gefühl. Ja, was gab es noch so für schöne Momente? Zum Beispiel haben eines Abends meine Eltern zu mir gesagt, sie wollten noch einen Arbeitskollegen von meinem Vater besuchen. Ich wusste, er hat keine Kinder. Langeweile ist eigentlich vorprogrammiert, ne? Die Eltern unterhalten sich und du als Kind sitzt dabei. Ja, das war eigentlich schon eine Zeit, wo ich immer mal alleine daheim geblieben bin, zumal meine Großeltern noch mit im Haus gelebt haben. Und ich habe gebettelt und gebettelt. Ich wollte unbedingt daheim bleiben. Ich wollte da nicht mit hin. Ja, es führte aber kein Weg dran vorbei. Naja, und trotz, dass ich mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt habe, quasi, bin ich mit. Ja, und was soll ich sagen? Wir standen mit Einschlag vor dem Zirkus. Es war übrigens noch zu DDR-Zeiten, also das Ereignis lag noch weiter zurück als das erste, was ich jetzt geschildert habe. Ja, und damals zu DDR-Zeiten war das auch nicht so üblich, dass hier jedes Jahr ein Zirkus in einen Ort oder in die nächstgelegene Stadt kam. Also das war schon ein Erlebnis. Das war eine schöne Überraschung von meinen Eltern. Das sind so Momente, die vergisst man halt nicht. Aber wie gesagt, da gibt es viele. Ich könnte jetzt hier noch bis zum Sonnenuntergang weiter erzählen, aber würde gerne das dabei belassen und zur nächsten Frage kommen. Und zwar, in welches Land würdest du ziehen, wenn du alle Möglichkeiten dazu hättest, oder würdest du in Deutschland bleiben? Und wieso? Tja, das ist eine schwierige Frage für mich.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr heimatverbunden. Hier sind meine Wurzeln, hier lebt meine Familie. Ich liebe diese Landschaft hier, den Thüringer Wald speziell. Also ich bin gerne mal an der Ostsee im Urlaub, ich bin auch gerne mal in den Alpen im Urlaub. Aber mich zieht es immer wieder hier nach Hause, nach Thüringen. Ich liebe den Thüringer Wald, meinen Inselsberg. Ich weiß nicht, hoffentlich sieht man auf dem Video hier. Ja, wenn ich den nicht im Blickweite habe, dann bin ich nicht zu Hause. Ja, so ist das jetzt. Natürlich interessieren mich auch ein paar Länder, wo ich gerne mal hinfahren würde, die ich aber noch nie bereist habe. Zum Beispiel Norwegen und Schweden, Kanada oder Neuseeland. Das sind alles solche Fleckchen auf der Erde, die ich noch nie gesehen habe, nur von Bildern kenne, aber so dermaßen schön finde, dass ich mir vorstellen könnte, wenn ich es gesehen habe, auch dorthin gehen zu können. Aber die Länder, die ich bisher kenne, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann würde ich hier in Deutschland bleiben. Zumal auch hier meine ganze Familie lebt, ja, und hier meine Wurzeln sind. So, die vierte Frage. Welchen YouTuber würdest du gerne mal persönlich kennenlernen? Oh, es wird bald Nacht, Martin. Ja, da gibt es in der Tat viele. Also angefangen von Benjamin Klausner, Kai Sackmann, Stefan von Survival Deutschland. Das sind so die YouTube-Größen, ne? Die irgendwo Vorbild sind und die man wirklich gerne mal kennenlernen möchte. Speziell den Benjamin Klausner, muss ich dir ganz ehrlich sagen, er hat mich ja motiviert, hier mit YouTube-Videos anzufangen und auch motiviert, wieder mehr rauszugehen. Ja, seine Art, die ist einfach... Der Mann, der ist so im Einklang mit der Natur, der hat so eine ruhige Art. Jetzt fährt hier im Hintergrund irgendwo ein Moped durch den Wald. Ich hoffe, ihr hört das nicht oder es stört euch nicht. Ja. Ja, er ist so im Einklang mit der Natur, das begeistert mich, das inspiriert mich. Das ist schon, ich schaue gern seine Videos und würde ihn daher gerne mal persönlich kennenlernen. Aber es gibt viele andere, die ich auch gerne mal kennenlernen würde. Ich will jetzt hier keinen ausklammern, noch besonders hervorheben. Es hat jeder irgendwo seine Art, die mir gefällt. Also nicht jeder vielleicht, aber die, die ich abonniert habe, hat jeder irgendwo seine Art, die mir gefällt. So, die fünfte Frage, die war lustig, weil da musste ich loslachen, wo ich sie gelesen habe. Ich habe sie danach meiner Frau vorgelesen, habe sie gefragt, na, was denkst du denn, was ich antworte? Und sie hat natürlich ins Schwarze getroffen. So gut kennt sie mich. Ja, die fünfte Frage lautet nämlich, was hast du dir schon immer vorgenommen, aber noch nie geschafft zu machen? Und da ging mir als allererstes durch den Kopf, Ordnung auf meinen Schreibtisch halten. Ja, also es ist wirklich so, mein Schreibtisch steht bei uns mit im Wohnzimmer. Und da sieht es immer aus wie Kraut und Rüben. Da liegt alles Mögliche drauf. Briefe, Ausrüstungsgegenstände, alles Mögliche. Kamera-Equipment. Ja, wenn dann irgendwann nichts mehr abzulegen ist, ja, dann kriege ich einen Rabbel, räume auf. Ja, und dann dauert es genau wieder 3 Tage und dann sieht es wieder so aus. Nee, aber mein Spaß beiseite. Ist eine schwierige Frage, weil ich persönlich bin der Meinung, das ist immer interessengebunden. Und wenn ein Mensch reift oder je älter man wird, ändern sich auch irgendwo die Interessen und man hat dann immer wieder irgendwelche Wünsche oder Vorstellungen, was man gerne mal interessengebunden erleben möchte. Ja, und da habe ich mit Sicherheit auch nicht alles geschafft. Vieles habe ich gemacht, vieles habe ich mir erfüllt, viele Träume. Manche sind ja auch eine finanzielle Sache. Ja, mein momentanes Ziel, was ich noch nicht gemacht habe, ist eigentlich mal den Rennsteig ablaufen. So als waschechter Thüringer sollte man das ja einmal im Leben gemacht haben. Und ja, muss ich mal schauen. Ich habe da schon ungefähr eine Idee, vielleicht nächstes Jahr, so nach Pfingsten. Mal schauen, da will ich vielleicht... von der Saale-Seite hier in Richtung Heimat laufen, da wir eh da drüben Urlaub machen über ein verlängertes Wochenende. Da hänge ich vielleicht noch eine Woche dran. Mal schauen, ob es klappt.
Hängt ein bisschen vom Wetter ab, wie ich vorher auch trainieren kann, denn ganz untrainiert möchte ich das auch nicht machen. Nicht, dass meine Frau wieder zurückfahren muss und muss mich noch abholen. Ja, aber das wäre so das, so aus den letzten Jahren, was ich mir so vorgenommen habe und noch nicht gemacht habe. Ja, dann sind wir bei Frage 6. Aus welchem Bundesland oder welcher Stadt kommst du? Also ursprünglich komme ich aus einem Dorf nahe Waldeshausen, das ist im Landkreis Gotha. Bin dann irgendwann mit meiner Frau zusammengezogen in die Nähe von Eisenach. Ja, berufsbedingt, aber das ist nicht so weit weg. Und wir leben nach wie vor noch im schönen Thüringen. Frage 7. Was ist dein Leitsatz oder dein Motto? Das ist, habe ich lange nachgedacht drüber, welchen Leitsatz ich dir jetzt hier vorlesen oder auswendig lernen könnte, welches Motto ich irgendwo googeln könnte, was auf mich zutrifft. Denn ich habe eigentlich gar keinen Leitsatz oder Motto, weil ich lebe und entscheide immer nach Bauchgefühl. Ich wäge immer ein bisschen ab und ich muss innerlich zufrieden sein mit der Entscheidung und bin eigentlich in meinem ganzen Leben damit auch gut gefahren. Also deswegen ein richtiges Motto wie niemals aufgeben oder was weiß ich, das gibt's nicht. Wenn mein Bauchgefühl mir sagt, jetzt ist der Zeitpunkt aufzugeben, dann gebe ich auch auf, dann gestehe ich mir das auch ein, probiere es vielleicht ein andermal wieder. Aber das sind so Leitsätze. Man könnte sich jetzt auch einfach machen und sagen, wer keinen Leitsatz hat, der kann ihn auch nicht brechen. Ja. Ist so, aber ich entscheide und lebe immer nach Bauchgefühl. Und wie gesagt, bin damit eigentlich auch immer ganz gut gefahren. Die Frage 8. Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, was wäre es? Das ist auch eine schwierige Frage. Wünsche hat man mit Sicherheit viele, aber nicht alle kann man sich erfüllen. Aber wenn das wirklich, wenn jetzt hier eine Fee auftauchen würde und würde sagen, Mensch David, du hast einen Wunsch frei, was wäre das? Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann würde ich mir wahrscheinlich wünschen, dass meine Familie und ich eine sorgenfreie, gesunde Zukunft, speziell meine Kinder, eine Zukunft haben, wo sie keine gesundheitlichen Probleme, sonst kein Ärger, halt eine unbeschwerte Zukunft haben. Das wäre so mein Hauptwunsch, den ich hätte. Gesundheit, das macht schon viel heutzutage. Ja. Und dann, wenn es sonst alles passt, das wäre gut zu wissen, wenn das bei meiner Familie und speziell bei meinen Kindern so wäre. Die Frage 9. Wieso betreibst du deinen YouTube-Kanal und warum? Tja, Martin, da haben wir ja schon mal drüber philosophiert oder diskutiert auf unserer letzten gemeinsamen Tour. Mein ursprünglicher Antrieb war eigentlich das, warum ich eigentlich zu YouTube gekommen bin. Und zwar haben mich diverse Videos, unter anderem von den genannten YouTube-Größen, sage ich mal, haben mich eigentlich dazu inspiriert, noch mehr rauszugehen. Ich bin schon immer gerne rausgegangen, ich habe Geocaching gemacht, ich habe noch ein anderes Outdoor-Hobby, was ich heute auch noch betreibe. Ich war schon immer gerne in der Natur, aber die Videos, die haben mich dazu gebracht, eigentlich jede freie Minute rauszugehen und alles Mögliche mal auszuprobieren. Ja, und auch Kleinigkeiten in der Natur mal zu entdecken, wie schön es ist, wenn ein Spinnennetz sich in der Sonne, wenn das in der Sonne schimmert oder wenn im Frühjahr die ersten Triebe kommen oder ähnliches. Ne? Das sind sich an Kleinigkeiten in der Natur zu erfreuen. Ja, und das will ich eigentlich mit meinem Kanal bezwecken. Ich möchte Leuten die Schönheit der Natur, die Schönheit der Landschaft eigentlich darbringen, Leute animieren, wieder mehr rauszugehen, die Natur zu genießen. Das ist so der Hauptgrund. Ja, und wie wir dann besprochen hatten, eigentlich ist es auch ein schöner Nebeneffekt, dass man so eine Art kleines persönliches Tagebuch hat.
Ja, ich habe mich schon selber dabei ertappt, dass ich ein Video von mir geguckt habe und gedacht habe, oh, war das schön. Natürlich, die Videos, die spiegeln das nur begrenzt wider, aber wenn man das Video guckt, ist es eine schöne Erinnerung für einen selber und es werden noch mehr Eindrücke und Bilder im Kopf wieder vorgerufen. Ja, also positiver Nebeneffekt für einen selbst in Regenstunden einfach mal in Erinnerungen zu schwelgen. Ja, das sind so eigentlich der Hauptgrund mit dem positiven Nebeneffekt, sagen wir mal so. Ja, die Frage 10. Ja, die ist natürlich schwierig. Ne? Wie schätze ich dich als Typ ein? Wir haben uns jetzt einmal gesehen und das war echt toll. Ich fand das schön, war ein angenehmes Treffen. Schönen Overnighter, den wir da gemacht haben. War ganz spaßig, feuchtfröhlich, alles gut. Ja, aber ansonsten ist es schwierig, vom einmal sehen oder von ein paar Videos einen Menschen einzuschätzen. Aber ich denke, du bist sehr geradlinig. Du sagst, was du denkst, du sagst, was dich stört, du sagst aber auch, was du gut findest. Ja, du bist ein relativ kritischer Mensch, auch politkritisch, denke ich mal, was gerade hier so in dem Land vor sich geht und so, hast du deine eigene Meinung dazu. Hat man ja auch in deiner Antwort zu dem Bester Award oder Liebster Award gesehen. Ja. Aber ich denke, man kann super Spaß mit dir haben. Aber um dich noch besser kennenzulernen, und da möchte ich gerne zu Punkt 11 übergehen, um dich noch besser kennenzulernen, ja, würde ich sagen, so schnell wie möglich. Denn die 11. Frage lautet nämlich, wann machen wir ein Lost Place, Overnighter oder eine Tour zusammen? Ja, was wir machen, ist mir eigentlich egal. Ich bin bei Lost Place dabei, Overnighter sowieso, eine Tour, ja. Können wir auch gerne mal machen, wandern oder ja, wir können auch eine Gourmet-Tour machen mit Schwerpunkt auf Outdoor-Küche, völlig egal. Also wie gesagt, der letzte Ausflug mit dir, der war schön, war ein schönes Erlebnis und werde ich gerne wiederholen. Also um die Frage konkret zu beantworten, so schnell wie möglich. Also melde dich einfach, wir stehen ja eh per mobilen, hier, wie nennt sich das, Social Media, stehen wir uns ja in Kontakt, ja, und dann würde ich sagen, dann planen wir einfach mal die nächste Tour und dann lernen wir uns einfach noch besser kennen. Also, bis dann, wie sagst du immer so schön, Horido, oder, wie ich es zu sagen pflege, bis bald im Wald. Mach's gut.